Ich da gerade Hunde gehört? Ah, sag mir nicht, dass ich auch noch von Hunden angefallen werden kann. Da ist mindestens ein Viech. Das könnte man eigentlich mal unser Scharfschützengewehr austesten. Ich weiß aber nicht, wie viele hiervon noch rumstreuen. Gucken wir uns erstmal noch ein bisschen um. Das ist tatsächlich ein Hund da unten. Ich wüsste auch gern, wo bei diesen Dingern der Schwachpunkt ist, ne? Vielleicht der Tank da oben auf dem Rücken oder hier mittendrin, wo es so ein bisschen leuchtet. Einfach mal drauf schießen und gucken, was passiert. Okay, wir haben die Schwachstelle gefunden. Wow, 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 wow. Da. Da ist das kaputte Hundevieh. Das ist jetzt ganz kaputt. Alter. Oh, Schande. Oh, Schande. Na, wo bist du denn? Da. Da hinten aber auch. Oh, sehr schön. Lebt er da noch? Ich glaube, wir haben es, ne? Ey, das geht voll gut mit dem, mit dem Scope drauf. Das ist richtig cool. Also, wir haben auf jeden Fall deutlich weniger Schaden genommen als sonst. Ne, vor allem, das waren jetzt wie viel? 4 oder 5 Stück? Das geht richtig gut. Muss natürlich gucken, wir haben nicht unendlich viel davon, dieser Munition. Mal ein bisschen aufpassen. Es scheinen auch tatsächlich nicht alle Schüsse, selbst wenn man genau auf Mitte zielt, zu treffen. Aber so erstmal war das ja ganz okay. Den ersten haben wir ja auch wirklich gleich mit einem One-Hit weggehauen. Also wir gehen mal wieder auf die Pistole. Die ist auf jeden Fall leiser. So, irgendwo hier hat man ja auch diesen Hund gehört. Wo ist der? Die zweite Frage, tut der uns was? Oder ist der... Ist das einfach nur ein Spielesound oder was ist das? Nett. Das sieht noch so heile aus. Kann man das... Kann man eigentlich auch fahren? Nee, ne? Nee. Oh, schau, das wäre eigentlich cool. Fahrzeug finden und fahren. Ja, ich würde da gerne dran, aber ich kann da nicht dran. Ah, jetzt... Hä? Habe ich das jetzt genommen oder nicht? Ich glaube ja. Machen wir wieder zu. Aber einsteigen und fahren können wir nicht. Können wir auch. Ist hier noch was auf der Beifahrerseite? Nö. Kofferraum ist auch soweit leer. Könnt ihr ja sowieso mal ein bisschen Licht anmachen hier. Ich denke mal, wir haben hier soweit alles platt gemacht. Taschenlampe. Wir haben doch schon eine.
spannend, Freunde. Es ist echt spannend. Oh, nice. 8 Schuss von der Teilmantelmunition. Das ist, glaube ich, zur Ortschaft, wo wir hin müssen. Reagieren die überhaupt auf mein Licht? Tja. Ich würde sagen, Fernsehen ist out. Das Viech ist draußen. Ah. Oh, Standard-Erste-Hilfe-Set. Ist das das, was wir sowieso schon haben? Ja, ne? Genau, das sind die hier. Ja, mega. Guck mal, wie viel wir jetzt mittlerweile schon haben. Ich kann mal 2 Stück nehmen. Ach, das ist die Lampe, die ich hier höre. Ich dachte, hier läuft schon wieder so ein Viech rum. Blödes Viech. Ich glaube, das ist das erste Mal in diesem Spiel, dass ich 100 Leben habe. Jetzt können wir uns auch hier in Ruhe umschauen. Jetzt gibt es hier gerade nichts mehr. Außer einem Fernseher von Sonics. Komische Kammer, wo man so einen Stuhl drin hat. So ein Arbeitszimmer kann es ja eigentlich nicht sein, ne? So ohne Schreibtisch. Hier oben ist auch nichts weiter. Textil. Ich muss auch mal schauen. Hier kann man ja bestimmt auch so das ein oder andere herstellen. Was liegt denn hier? Mäuser Jagdgewehr. Gibt es da bestimmt auch noch ein bisschen Munition dafür. Naja, zumindest hier Schrot, ne? Haben wir jetzt ein bisschen was. Nochmal ein paar Verbände. Geil. Jetzt ist die Frage. Die unterscheiden sich ja auch gar nicht untereinander, ne? Nee. Ist auch nicht, dass die irgendwie haltbarkeitmäßig irgendwie Unterschiede haben. Ist einfach nur... Ne, die unterscheiden sich tatsächlich gar nicht. Naja. Ich finde es auf jeden Fall nice, dass wir doch sehr viele Waffen tatsächlich mit uns führen können. Ah, wir können das Licht ausmachen. Hurra. Das wäre auch eine schöne Nebenquest. Schalte auf der gesamten Insel das Licht aus. So, da waren wir, da waren wir, da waren wir. In dem Schuppen waren wir noch nicht. Also wieder so ein Bootsschuppen, wie wir am Anfang auch hatten. Gut, dann können wir ja mal das Gehöft hier untersuchen. Junge, Junge. Also das, gerade bei der 9mm haben wir auf jeden Fall immer ordentlich Munition dabei. Das ist so genial. Ich höre hier doch was. Noch einer? Aber noch irgendwas. Ich habe das Gefühl,
Hier ist schon wieder so ein explosiver Tank. Wir jagen doch hier schon wieder safe alles in die Luft. Das will ich aber nicht. Ich will nicht alles kaputt machen. Also ich muss ehrlich sagen, so vom Feeling, na, auch so von den Lichteffekten, ist das schon so ein bisschen Green Hell-like. Was ist das denn da hinten gewesen? Da blinkt doch was. Und es bewegt sich. Oder? Nee, ist doch Rundumleuchter. Okay. So, liegt hier irgendwo was? Alte Schuppen hier, so gerade so eine alten Schuppen. Das erinnert mich so an unseren Schrebergarten früher. Wir hatten auch so einen alten Schuppen. So richtig, richtig schiefer alter Bretterverschlag. Weiß ich noch, war cool. Das war richtig cool. Jeden Tag waren wir in diesem Schrebergarten. Vor allem im Sommer dann, ne, und Frühling. War mega. Die sind auch immer leer, ne? Das ist vielleicht Versteckmöglichkeiten einfach nur. Irgendwo hier ist hier noch was. Da. Das ist glaube ich auch nur noch der, ne? Machen wir den jetzt kalt. So, ich kriege auch keine weitere Anzeige hier für Agro. Das ist gut. Perfekt. Was ist das denn? Eine leere Dose? Du måste hjälpa mig. Jag är uppe vid slottet och jag hör ett konstigt skjutande någonstans. Ingen svarar i Salthamn längre. Gösten nämnde en gång att ni har alla jaktgrejer hemma hos dig, eller hur? Äh, strunt samma. Jag tar bilen och kommer till dig nu. Gut, bei der Burg waren wir ja tatsächlich schon. Also müssen wir da nicht nochmal hin. Und er, sie hat ja gerade gesagt, hier von wegen viel Jagdzeug. Also, das ist ja dann hier. Gut, klar, die Flinte haben wir ja schon, aber vielleicht finden wir hier noch mehr. So wie hier zum Beispiel. Baseballschläger. Pack mal weg. Gut. So. Das ist nichts zum Looten, aber hier ist nochmal was. Schön. Ah, wunderbar, wunderbar. So, das war's. Na, jo, hier kommen wir nirgendwo hoch. Können wir nochmal draußen an dem Schuppen nachgucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Vielleicht hier erstmal draußen, außen dran irgendwo. Nö. Dann gehen wir mal rein. Ach, wir kommen da gar nicht rein, ne? Ne, wir kommen da gar nicht rein. Okay. Gut, den Trecker können wir noch untersuchen. Und da ist auch nochmal ein kleiner Schuppen, den können wir auch noch untersuchen. Das wär's doch hier mit dem Trecker rumcruisen. Ich glaube, ein bisschen schneller platt, als du gucken kannst. Hehe. Rote Werkzeugkiste. Schalldämpfer für Gewehre. Oh Mensch, Alter. Das Spiel meint es gut mit uns, Leute. Das Spiel meint es echt gut mit uns. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur eine schallgedämpfte Pistole, sondern jeden Moment auch ein schallgedämpftes Gewehr. Das ist natürlich richtig geil. Ergänzungen. Mündungsaufsätze. Schalldämpfer für Gewehre. Yes. Boah, wie krass. Das ist aber schon ein bisschen unfair, Walsch, ja? Sag ich mal, für die Roboter. Aber wir werden das wahrscheinlich auch brauchen. Oh, gut, dieses Mal. Das sieht schon nice aus hier, ne? Mit dem Schalldämpfer. Hat schon was. Aber dann werden wir das auf jeden Fall auch brauchen.
Da das hier ein storybasiertes Spiel ist, würde ich nämlich wirklich mal sagen, dass das jetzt auch einen Sinn hat. Mit dem Schalldämpfer. Ach, guck mal, hier können wir sogar Zielübungen machen. Sehe ich gerade. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Das wird tatsächlich einen Sinn haben, dass wir jetzt einen Schalldämpfer haben, weil wir gehen ja jetzt in eine größere Ortschaft. Und da wird sicherlich einiges an Viehzeug sein. Und wenn wir da natürlich ohne Schalldämpfer rumballern, dann ist das wie in einer Zombie-Apokalypse. Dann ist Feierabend, ne? Dann überrennen die einen einfach. Dann kommen da wahrscheinlich erstmal 30, 40 Viecher und dann geht's ab, ne? Deswegen. So, tatsächlich ist es, glaube ich, gar nicht mal verkehrt, wenn ich das Licht hier hinten ausmache. Weil dann sehe ich die nämlich auch im Dunkeln, weil die leuchten im Dunkeln, ich nicht. Also ich leuchte, wenn ich will, schon im Dunkeln, aber jetzt gerade so nicht. Die haben ja immer ihre Lampe an. So wie der da oben. Genau deswegen habe ich das ausgemacht. Jetzt testen wir das mal aus. Geil. Gefällt mir sehr gut. Und die wissen halt einfach mal nicht, wo es herkommt. Einer ist da noch. Da oben ist er. Aber wunderbar, ihr habt ihn noch nicht entdeckt. Wahahaha. Geil! Die Sache, das ist halt schon beinahe ein bisschen zu leicht und unfair, aber... Wie gesagt, wenn wir erstmal in der Ortschaft sind, dann, oh, schön. Ist ja atmosphärisch, ist der Hammer. Ein Koffer? Kann man ja auch... Ja! Wow, Riesenkoffer, ein Erste-Hilfe-Set. Einwandfrei. Ist ja noch... Oh, hier ist noch mehr. Hier liegt auch leider ein Toter. Hey, Bro, tut mir leid. Danke für deine Munition. So, auf den Steg gehen wir auch gleich noch. Yep. Ich würde sagen, das waren die Roboter. Was ist denn das da? Ich glaube, schwimmen konnten wir nicht. Bin ja vorhin einmal ins Wasser gegangen und da konnte ich nicht schwimmen. Da hat er mich sofort wieder an den Strand gepackt. Ja, yes, ich glaube, ne, wenn man mal guckt, das geht ja auch sofort senkrecht runter. Wahrscheinlich ist das so ein Zeichen dafür. Nein, du kannst nicht schwimmen. Macht aber auch nichts. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn wir schwimmen könnten, wäre es wahrscheinlich auch relativ overpowered gegenüber dieser Viecher. Was genau sollen wir da machen? Finde und erreiche, ja gut, das ist ja klar. Ist die böse? Die ist so safe böse, wir können ja nichts weiter damit machen. Also ich weiß, kann mir nicht helfen, aber ich glaube fast, die müssen wir zerstören. Die wirkt irgendwie so, ne? Rotes Symbol über dem Kopf. Gucken wir uns nochmal hier kurz um, dass hier auch wirklich nichts in der Gegend ist. Was ist das denn? Okay, das gucken wir uns gleich mal an. Können wir nicht zerstören? Doch, können wir. Perfekt. Relais-Antennen. So, wir gehen jetzt erstmal zu dem Gebäude. Ich glaube, da waren wir ja noch nicht. Gehen erstmal zu dem Gebäude. Ah, was bist du denn? Hallo? Ich habe nicht erlegt, oder? Nee, der wurde ja reingehämmert mit dem Auto. Schön.
ist ja Nebel, ne? Übelst krass. Da war... Ach, da, klar, da waren wir doch gerade eben. Stimmt. So, das, wo wir eben gerade erst noch waren. Sehr schön. Den habe ich erlegt. Schön, schön, schön. Nee, ach so, das war ja der Schuppen. Dann gehen wir mal dahin. Was das für ein Teil ist, keine Ahnung. Ist das eine Aussichtsplattform oder ein alter Weltkriegsbunker? Ja, das sieht selbst aus wie ein Weltkriegsbunker bei Scum oder bei DayZ. Weil es da sowieso irgendwie alles dann gleich ist, ne? Das ist auf jeden Fall so ein alter Weltkriegsbunker. Gehen wir mal da rein, da gibt es bestimmt irgendwas zu looten. Sofern wir da rein können. Können wir da nicht rein? Können wir nicht rein? Da gibt es bestimmt irgendeinen Weg, dass wir da reinkommen. Wir gehen mal. Okay, eine Tür gibt es hier nicht. Vielleicht hier unten irgendwie. Das sieht ja so aus. Fast schon. Das ist ja wirklich auch nur insofern einfach nur Deko, dass halt einfach da ist. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Macht doch keine Deko, wenn man sie nicht benutzt, oder? Scheint wohl so. Okay, man kann nicht in diesen Bunker rein. Ist eigentlich schade, ne? Weil hätte ich jetzt beinahe gedacht, dass man da schön reingeht und ein bisschen nochmal ein paar Sachen looten kann und so. Aber dem ist leider nicht so. Jetzt ist die Frage, kommen wir jetzt hier wieder hoch? Ich hoffe, es gibt keine schwimmenden Roboter. Können wir versuchen, ob wir hier hochkommen? Na? Nee, hier kommen wir nicht hoch. Wir müssen tatsächlich einmal wieder zurück und hinten rum. Ach, schade. Ach so, wenn wir gerade sowieso mal Ruhe haben. Wir haben ja nochmal einen Fertigkeitspunkt. Ausdauerregeneration. So, dann haben wir nämlich Ausdauer, Gesundheitsmenge. Ach, hier Sichtbarkeit ist auch cool. Bewegungsgeräusch. Tarnbewegungstempo. Kommandosoldat. Wenn die Kommandosoldat-Spezialisierung aktiv ist, wird der erste an einem überraschten Gegner verursachte Schaden um 15% erhöht. Schön. Schön, schön, schön. Gefällt mir. So. Ja, wirklich schade, dass wir in diesen Bunker nicht reinkommen. Oder vielleicht kommen wir da rein und wir haben es einfach nur noch nicht entdeckt. Ich glaube es irgendwie fast nicht. Was ist ein Zwergenbunker? Das ist eine zwergische Geheimtür. Okay, wir müssen echt die Treppe benutzen. Oh Mann. Na, hier liegt die Antenne rum. Geil. So. Hallo, toter Roboter. Okay, so viel zum Thema. Ne? Es wird bald hell. Von wegen. Es ist jetzt genau wahrscheinlich wirklich so ungefähr Mitternacht. Könnt ihr mir vorstellen. So, wir gucken mal eben auf die Karte. Ich bin hier. Hier gäbe es noch, genau, hier waren wir. Hier gäbe es jetzt noch zwei Gebäude. Da gehen wir auch mal hin. Man kann nie genug Loot haben.
voll die geile Vegetation, ey. Das ist schön gemacht. Das ist echt schön gemacht. Ach ja. Können wir in den Bunker jetzt wenigstens mal rein? Gibt's doch nicht. Wie blockiert mich ja auch so ein bisschen das Spiel hier an der Struktur. Ach, ist das denn? Ist das so ein Einstiegsluke oder was soll das sein? Aber wir kommen ja nicht rein. Okay, diese Bunker sind echt nur Deko. Das, aber da unten ist irgendwie ein Container. Also mal kleiner Pier. Guck mal, das Licht da, entweder ist das von so einem Roboter oder von der eigenen Lampe. Mal gucken. Das schauen wir uns mal an. Gut, gut, das mal hier, ne? Schön platt, das war das Unkraut sogar noch platt drücken. Ach, hier waren wir sogar eben schon an dem Bauernhof, ne? Ich glaube, wir waren nicht an dem Pier. Oder waren wir da doch? Ich glaube, wir waren da. Ich habe es einfach nur wieder vergessen. Na, hier waren wir schon. Ich gehe jetzt nochmal gucken. Vielleicht ist doch irgendwas in dem Boot. Außer Wasser. Da ist nichts. Aber auch diese Schaukel, und das kommt mir wie so neu vor. Das haben wir, das habe ich doch eben noch nicht gesehen. Aber ich war ja auf jeden Fall. Das ist jetzt das Haus von eben. Gut, dann können wir jetzt auf jeden Fall in die Ortschaft rüber. Genug rumgetrödelt. Jetzt kommt der Mond auch wieder schön raus. Nice. Aber ich mag das Feeling hier von der, auch von der Vegetation so, ne? Von der Optik her. Das gibt so ein schönes Feeling. So, wir kennen so das Feeling aus Green Hell. Wobei das hier ist schon ein bisschen Green Hell-like, ne? So mit den Details hier. Feuchte, mit den feuchten Blättern und dem Boden und das bei Nacht. Das hat schon ein bisschen was von Green Hell. So. Ja, also wir kennen das Feeling also aus Green Hell. Jetzt haben wir noch das hier. Dann haben wir noch ja so aus Grounded bei Nacht und so. Also es ist halt richtig cool, was so die Spiele zum Teil für schöne für Ambiente haben. Ne? Muss man echt sagen. So unterschiedlich und doch so schöner. So schönes Feeling, wenn man das spielt. Ah ja. Nochmal ein Jagdgewehr. Ach, kriegen wir doch auf. Brandbeschleuniger. Jetzt machen wir mal wieder die Laterne aus. Geht tatsächlich immer so ein bisschen auf Nummer sicher. Weil wir haben jetzt eine schallgedämpfte Waffe. Das ist auch richtig nice. Aber wir müssen unser Glück ja nicht herausfordern. So, weiter geht's. Wir müssen unser Glück nicht herausfordern. Jo, hier ist ausnahmsweise mal ruhig. Ich weiß tatsächlich auch nicht, was ich schlimmer finde, wenn Roboter da sind und ich weiß, dass sie da sind und ich die irgendwie, keine Ahnung, umlaufen oder erschießen muss. Oder wenn keine da sind. Noch ein Zielfernrohr. Das ist doch aber ein anderes, ne? Ergänzungen.
Visiere. Das ist, glaube ich, genau dasselbe, was wir schon haben, ne? Wir haben auch so ein bis vierfach. Was habe ich gerade gefunden? Ich glaube, das gleiche nochmal einfach, oder? Ah, hier ist Scopes. Ein bis vierfach, genau. Ach, cool, okay. Also die Sache, diese Ergänzungen werden trotzdem nochmal extra aufgeführt, auch wenn sie schon an Waffen montiert sind. Das finde ich irgendwie, ja, gar nicht schlecht. Bewegt sich da hinten möglicherweise was? Oder ist das nur Krissel vom Rauch? Das ist irgendwie das Gekrissel. Es irritiert mich so ein bisschen, das Ausbleiben von Gegnern. Wo da unten werden wir wahrscheinlich wieder mehr als genug davon haben. Hier sind ein paar LKWs, da ist sicherlich auch Loot. Ich sag ja, den Schalldämpfer, den haben wir auf jeden Fall nicht umsonst bekommen. Und auch das Scope. Das ist alles, das hat alles hier spieltechnisch auf jeden Fall seinen Sinn. Dass wir das Zeug haben. Gucken, gibt es hier noch was? Das hat alles seinen Sinn, warum wir das bekommen, was wir bekommen. Leuchtet da am Boden eine Lampe. Von da hingeworfen oder was ist das? Das ist eine Taschenlampe. Hier ist so eine Campingleuchte. Das ist doch keine Ampel. Na gut, die Ortschaft erkunden wir auf jeden Fall gleich. Das machen wir noch. Das machen wir gleich noch. Aber das kann ja alles hier noch nicht so lange her sein, ne? Hier ist überall noch Licht an, das hat alles noch Strom. Na, wir machen mal das Licht aus. Hier gibt es, glaube ich, nichts weiter, oder? Ne, Schränke und so kann man nicht durchsuchen. Ah ja, Schuhe, ganz toll. Das ist ganz toll. Das ist nicht toll. Wie viel? Alter, was? Ey, nur mal ein bisschen zu nah rangegangen, ne? Und schon. Junge, Junge. Nur mal ein bisschen zu nah angegangen. Ich wollte nur gucken, ob man da was looten kann. Es kommt mir wirklich alles etwas zu ruhig vor. Wir hatten ja auf dem ganzen Weg die ganze Zeit irgendwelche Gegner und jetzt ist hier sowas von still. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Was? Finde den Luftschutzbunker in Salthammen und erkunde ihn. Das macht er gerne, macht er das. Genau, den habe ich gerade. Weiß nicht, irgendwie geht das gerade ein bisschen zu leicht. Das ist tückisch. Das Spiel möchte, dass wir uns in Sicherheit wiegen. Und dann schlägt es mit aller Macht zurück. Ich sehe das schon kommen.
ist hier noch irgendwas? Ein Fahrplan. Brauchen wir einen Fahrplan? Ist da der Luftschutzbunker? Ist überall tote Roboter. Naja, kann man sagen, tote, kaputte. Ist wie ausgestorben hier. Wer weiß, was da drinnen gleich abgeht. Junge, Junge. Also es muss auf jeden Fall alles sehr schnell gegangen sein. Na, allein ist schon was hier an. Was? Adrenalinspritze, gut. Auch das beunruhigt mich, dass ich hier draußen eine Adrenalinspritze finde. Na, weil hier liegt ja einfach das Zeug weggeworfen, ne? So nach dem Motto, Hauptsache jetzt bloß schnell rein und keine Zeit verlieren. Oh Gott. Oh, mir gefällt das. Upsala. Mir gefällt das überhaupt nicht, Leute. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Nein, das gefällt mir wirklich nicht. Das sind nur die Kleinen, ne? Ja, aber die guckt genau in meine Richtung, die kleine Drohne. Okay, die kann man trotzdem kaputt kloppen. Perfekt. Ich habe auch, muss ich sagen, beim ersten Mal, als wir diese kleinen Drohnen gesehen haben, habe ich auch echt gedacht, dass hier, das ist so... Wer wurde der was? Moment, achso, das ist wieder dieses Ding mit den hier aktiven Rivalen. 2. Wie war das? Das konnten wir irgendwie alle. So, was haben wir hier? Der ist gar nicht mal so weit weg. Neuer Rivale. Okay. Auch wieder in unsere Richtung. Ich bin auch mal gespannt, weil es ist ja wirklich ein Story-Game, ja? Ich bin auch echt mal gespannt, wie die Story halt aussieht. Ich meine, irgendwer muss ja die Roboter, ich sag mal, praktisch geschickt haben oder gebaut haben oder wie auch immer. Die müssen ja, das muss ja einen Grund haben, warum die jetzt hier sind. Hier scheinen echt nur die Kleinen zu sein, ne? Erstaunlicherweise, also hier, was ich gerade interessant finde, hier gibt es aktuell... Was? Wieso ablegen? Ach nein, nicht ablegen, mitnehmen. Verdammt mich. Ich will es doch nicht ablegen, warum soll ich das ablegen? Wenn ich mein Inventar ablegen... Puh. 200 Schuss. Hier sind keine Leichen.
Ne, die Betten und so sehen benutzt aus, aber hier gibt es keine Leichen. Bis auf halt der Typ ganz am Anfang. Oh, das gefällt uns aber. Platz zu weisen. Kriegt die 8. Oh, da sind sogar 20 Schuss drin, ne? Das Fadenkreuz geht aber schnell auseinander. Aber auch dafür benötigen wir wieder einen Schalldämpfer. Mal schauen, vielleicht finden wir ja noch einen. Aber das ist schon mal geil hier. Fettes Automatikgewehr. Ich denke mal, wir werden sowas noch finden. So, ich gehe auf jeden Fall mal wieder auf den Basie. Ich weiß ehrlich nicht, ob wir das alles brauchen, was wir die ganze Zeit mitnehmen. Aber haben ist erstmal besser als brauchen. Oh, nochmal eine Pistole. Was haben wir da? Kontaktliste der Zivilverteidigung Salt-Hermann. Dieses Dokument scheint eine Liste von Personen zu sein, die für die Zivilverteidigung von Salt-Hermann verantwortlich sind, mitsamt ihrer Kontaktinformationen. Daran steht Zivilverteidigung Salt-Hermann Kontaktliste. Koordinator der Zivilverteidigung Gösta Bengtsson. Assistentkoordinator der Zivilverteidigung Anita Sjögren. Koordinator der Nationalgarde Peter Hammargren. Städtischer Koordinator Anna Jonsson. Okay. Schalte die Stromversorgung. Alles klar. Also scheint es wirklich noch andere Menschen zu geben. Wunderbar. Und wir nehmen hier gerade alles weg, was denen irgendwie nützen könnte. Schalte die Stromversorgung wieder ein. So, ist doch Strom hier. Guck mal. Hier Lampen laufen doch. Aber ja, kein Problem. Ich schalte das sehr gerne wieder ein. Schön. Schön, schön, schön. Ah, die Küche. Aber hier gibt es nichts weiter, ne? Nö. In der Küche. In der Toilette gibt es auch nichts. Aber hier gibt es was. Erste-Hilfe-Set. Und noch ein Erste-Hilfe-Set, sorry. Oh, ich glaube, wir sind schon überladen, ne? Neben der 100 ist so ein Symbol. Interessant. So. Durchsuche den Bunker in Saltham nach Hinweise, wo alle Leute geblieben sind. Einer von zwei. Okay, wir legen tatsächlich mal ein bisschen was ab. Und zwar... Ja, auf jeden Fall hier mal die ganzen Radios, ne? Die brauchen wir. Ich weiß nicht, wofür wir die brauchen. Ne, die behalten wir noch. Das ganze Holz, das können wir wahrscheinlich echt mal weglegen. Hier, wir haben ja genug Ferngläser. Brauchen wir nicht alle. Wo ich lege erstmal wirklich jetzt alles ab, was wir nicht brauchen. Irgendwann wird er sagen, hier, du brauchst das und das. Und dann wissen wir, okay, da und da müssen wir hin. Da können wir uns das holen. Dann passt das schon. So, das behalten wir. Das auch. Wo hat er denn sein ganzes Holz? Ich meine, sie. Nicht eher sie. Weil wir haben ja auch Holz aufgenommen. Und zwar nicht wenig.
Das bedeutet doch bestimmt mal ausgerüstet, ne? Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ah, hier ist noch ein Baseballschläger. So, das ganze Holz, das ist einfach gar nicht da, oder was? Auch der Stahl, den wir aufgenommen haben, wo ist der? Ah, hier, Gewicht 37 von 64, das ist doch gut. Aber dieser ganze Stahlschrott, der ist auch irgendwie nicht wirklich da, ne? Hm. Nö. Keine Ahnung, wo er das hinsammelt. Auf jeden Fall. Ah, hier, jetzt ist das Symbol für Überlastung. Für Überlastung auch wieder weg. So, Hinweis Nummer 1. Karte lesen. Dies ist eine Karte vom Dorf Salthammen. Jemand hat drei Häuser eingekreist, ohne jedoch Hinweise zu deren Bedeutung zu hinterlassen. Na, das sind doch bestimmt diese Koordinatoren und so weiter, ne? Könnte ich mir denken. Was sind noch Safety-Koordinatoren? Achso, die Lampe können wir mal ausmachen. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt geht das bestimmt hier ab. Jetzt geht die Post ab. Könnte ich mir vorstellen. So, wir machen hier auf jeden Fall zu. Nichts außer uns in den Bunker rein oder raus.